Und Krenz und das Bunte ist eine Flasche Flens. Ja? Ja. Flens. Ja. Oder im internationalen Bereich der zweifache Oscar-Preisträger Tom Hanks. Egon, Krenz, Siegfried, Lenz, Walter, Jens, eine Flasche Flens. Heute lese ich, beziehungsweise lasse ich mir vorlesen, aus Bild. Unsere Frauen wollen schön sein wie Julia Roberts. Sie wissen, Julia Roberts, was hast du wieder für Zeichen gegeben, heimlich? Was hast du für Zeichen gegeben? Was? Was hast du für Zeichen gegeben hinter meinem Rücken? Nee, jetzt muss ich nicht. Was hast du für Zeichen gegeben? Die Zeitung ist so komisch geknickt. Andrea sagt immer, ich knicke die Zeitungen nicht schön. Und jetzt hat sie die so geknickt, so macht doch kein Mensch eine Zeitung. Ja, und dabei hat er einen 14-tägigen Zeitungsfaltkurs gemacht. Alles hat er gefaltet. Ja, und zwar, die Zeitung ist perfekt. Das ist ja alles für mich sozusagen auf... Das ist ja alles für mich auf Pflegefall hin gemacht. Ja, weil man weiß, dass ich es abends in der Sendung nicht mehr finde. Ja, dass ich die falsche Zeitung nehme, dass ich die falsche Seite nehme, dass ich Gäste begrüße, die gestern da waren und so weiter. Ist alles hier sozusagen auf Hilf dem Trottel, wo es geht, gemacht. Und deswegen ist die Zeitung so gefaltet. Ja, ich brauche nur sagen, mein heute Bild gelesen. Ja, mehr ist es nicht. Wirklich, mehr ist es nicht. Heute Morgen habe ich ein Bild gesehen. Ja. Schauen Sie, damit ich die Zeitung in den richtigen Abstand, das können wir ja auch durchaus mal zeigen, in den richtigen Abstand zur Kamera halte, hat man mir hier diese kleine Leiste geklebt. Wenn ich die Zeitung da hinhalte, ja, dann ist der Abstand richtig. Aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt bald in einem Alter, wo die Gefahr besteht, dass ich über diese Leiste stolper. Helmut, ist eine Taschenrakete losgegangen. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Voll gekleckert. Hier, so geht die Oscar. Schauen Sie, zeig mal hier. Die Oscar-Frisur, Julia Roberts. Schön wie Julia Roberts, so geht die Oscar-Frisur. Das ist immer bei diesen Hollywood-Stars, sie haben im Grunde eine Haarlänge. Mhm. Sie arbeiten natürlich auch ein bisschen mit Haarteilen oder lassen sich was ranschweißen oder so, aber im Grunde machen die aus einem Schnitt, ja, verschiedene Frisuren. Und viele Frauen träumen davon, sozusagen sich zu variieren, schön zu sein, wenn der Mann abends von der Arbeit kommt oder wenn es überraschend heißt, Schatz, wir machen einen Ausflug, zieh dich an. Und ja, und diese Julia Roberts Frisur, die können Sie auch haben. Es ist einfacher, als Sie glauben. Julia Roberts, strahlende Oscar-Gewinnerin, eine Frau zum Verlieben. Auch ihre kunstvolle Hochsteckfrisur war preisverdächtig. Viele Frauen fragen sich jetzt, ist die Periode bei Frauen eigentlich wirklich sinnvoll? Nein, nicht ganz. Viele Frauen fragen sich jetzt vielmehr, ach so, kann ich mir die kunstvolle Julia Roberts Hochsteckfrisur auch machen lassen? Ja, natürlich. Tragen auch Sie die fantastische Julia Roberts Oscar-Nacht-Frisur zum Selbermachen. Und so einfach geht's. Zuerst werden die Haare tüchtig mit Festiger fixiert. Dann werden die Strähnen auf große Wickler gedreht. Danach geht es 12 Stunden unter die Haube. Nein. Nein. Doch. Nachdem die Wickler raus sind, wird dann Strähne für Strähne mit einem Kamm toupiert. Wichtig für den Roberts-Look, ein streng gekämmter Seitenscheitel. Sodann werden die vorderen Haarpartien sorgfältig hinter dem Ohr festgetackert und wieder mit ordentlich Haarspray fixiert. Dann wird ein echt Haarteil am Hinterkopf befestigt. Das zieht zwar ein bisschen, ist aber halb so wild. Jetzt noch Haushaltsreiniger drüber. Nein. Doch. Voila, die Julia Roberts Frisur ist fertig. Was? Das ist doch niemals die Julia Roberts Frisur.
Stimmt, sieht scheiße aus. So können sie unmöglich vor die Tür gehen. Na dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich will die Julia Roberts Oscar-Nachtfrisur zum selber machen. Ja, vielen Dank auch. Wir bringen heute die Volksmusiksendung zur großen Demo aus dem Wendland. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Volksmusik, liebe Atomkraftgegner und liebe Angehörige der Polizei, zum großen Wendlandstadel. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich als Castor-Demonstrant habe für Sie die schönsten, die schmusigsten Wendland-Hits auf dieser einmaligen Super-GAU-CD zusammengestellt. 2,5 Stunden radioaktive, uranverseuchte Power warten auf Sie. Mit dabei natürlich die unvergleichlichen, die unfruchtbaren Castor-Router-Spatzen. So groß, es passt durch keine Tür. Am Kopf hat sie einen Eiterschwamm. So groß, da geht kein Mann. Außerdem mit dabei das Atom aus Tirol. Mal strahl ich schwach, mal strahl ich doll. Ich bin das Atom aus Tirol. Ich bin voller Cäsium, damit bring ich alle um. Meine Figur, ein einziges Geschwur. Ich strahle stark, ich strahle hell. Man misst mich nur in Becquerel. Ich mich dann durch zwei, gibt's eine Riesensauerei. Ich bin das Atom aus Tirol. Auf Sie warten 2,5 Stunden erstklassige Musik, die Ihre 4 Ohren beglücken werden und für einen kurzen Moment die Chemotherapie vergessen lassen. Außerdem sind mit dabei aus Tschernobyl die lustigen Stümpfe, das Geigerzählerquartett, die Wendlandburm und natürlich Rudi Becquerel. Dank Atomkraft wird bald wieder richtig Sommer. Ein Sommer wie er früher noch nie war. Mit Sonnenschein von Januar bis Dezember. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie das Wendlandstadel zum einmaligen Preis von nur 10,99 Mark. Einfach folgende Nummer wählen und Sie erhalten diese CD sowie diesen Bolzenschneider gratis dazu. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Meine ersten beiden Gäste heute Abend, zwei attraktive junge Kolleginnen, Schauspielerinnen, heute Premiere in allen Kinos in Deutschland, der Film Mädchen, Mädchen. Herzlich willkommen, Diana Amft und Caroline Herfurth. Schön, nimm Platz. Wir haben dir Geschenke. Was hast du gesagt? Oh, fantastisch. Wie war ich, Baby? Ja. Aber warum habt ihr, das ist fast meine Größe, ja? Und was steht hier ja, drauf? Ja, das toppt es halt auch hier nochmal. Trübsal ist nicht das Einzige, was man blasen kann. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich natürlich schon überrascht. Der Film Mädchen, Mädchen. Sind das so Sprüche, die in diesem Film vorkommen? Ja. Ja. Der Film ist aber frei ab 12. Mhm. Ist es wirklich wahr? Ist es heute schon Thema für 12-Jährige? Ja, das ist ja so ein kleines Herauskitzeln, da passieren noch ganz andere Sachen. Wirklich? Ja. Ja. Nein, es kommen 2 T-Shirts und dann. Nee, es ist ein ganz, also ganz, ganz lustiger Film. Eine irrsinnig tolle Komödie für ja. Jung und Alt. Und ich meine, ich habe gute Kritiken gelesen, vor allem, wie heißt der Regisseur? Dennis Ganze, Grimme-Preisträger. Grimme-Preisträger vor 3 Tagen für den Film, glaube ich, Das Phantom. Ja, ja. Und auch noch jung, 26 Jahre alt oder 27. So. 27. Und hat er den Film auch geschrieben? Nee, der wurde dazu geholt. Aha.
Maggie Peren und Christian Zübert. Ja. Jetzt lass uns gleich mal zum Thema kommen, denn das hat mich ja doch überrascht in dem Film, der frei ab 12 ist. Das Thema ist junge Mädchen auf der Suche nach dem ersten Orgasmus. Ist das richtig? Ja. So, also es ist halt so, dass die denken, hinter diesem Orgasmus steht dann so, wenn wir den haben, sind wir erfolgreich, sind wir glücklich, sind wir toll. Das zeigt sozusagen, dass wir ein wunderbares Leben haben. Ja, das und, glauben diese Mädchen. Genau. Und dann machen sie sich auf die Suche. Und zwar passiert es so, dass sie eine Szene erlebt, und zwar Inken, dass sie auf dem Fahrrad einen Orgasmus bekommt. Auf dem Fahrrad, oder? Genau. Das kann passieren. Ja. Das ist ja doch überraschend. Es sitzen also 12-Jährige mit ihren Eltern, nehme ich mal an, drin. Ja? Man geht aber davon aus, dass ein 12-Jähriger heute weiß, A, was ein Orgasmus ist, ja? Und B, dass es auch natürlich überwiegend Frauen sind, die nie einen Orgasmus bekommen. Was ich nicht begreife wissenschaftlich, weil Männer bekommen nach 5 Sekunden einen, Frauen nie. Ja? Das muss man aber schon voraussetzen beim Publikum. Bei 12-Jährigen. Ja, ich meine, ihr seid näher dran, wissen 12-Jährige heute, das ist das. Ja, aber es ist ja auch so, dass die Mädchen im Grunde genommen, also in dem Film noch gar nicht wissen, was jetzt wirklich dahinter steckt. Die denken, hey, dann ist die Welt wirklich perfekt, dann ist das muss das Glück auf Erden sein. Und die wissen ja auch im Grunde genommen gar nicht, wonach sie sich sehen. Sie denken, dann sind sie voller Energie und wissen aber genau gar nicht, was dahinter steckt. Und deswegen ist es halt so lustig, weil die sich halt super verkrampft auf die Suche machen und irrsinnig viele lustige Situationen dann damit erleben, dadurch, wie sie es halt versuchen. Und ja auch dieser leider Gesellschaft, die von der Werbung falsche Vorstellungen nachrecken, der Orgasmus sei das Entscheidende, wenn man sich liebt. Das ist ja eigentlich viel wichtiger, sich zu verstehen und sich zu streicheln, oder? Ja. Nee. Oder? Ja. Also das ist eine mentale Ebene da. Ja. Aber da kommt dann echt die Überraschung auch nochmal für die Zuschauer, weil das entdecken unsere drei Mädchen nämlich auch nach und nach. Und das sollten wir nicht verraten. Aber wie ist das eigentlich zum Beispiel als Schauspielerin, ja? Wenn man zum Beispiel als Schauspieler einen Mörder spielt, ja? Dann ist es klar, man kann ja nicht jemanden umgebracht haben, nur um einen Mörder spielen zu können. So. Wie ist es, wenn man als Schauspielerin einen Orgasmus... ich meine, sagen wir mal so, war diese Problematik für euch nachvollziehbar? War das nachvollziehbar für euch, diese Thematik? Man vergleicht es ja immer dann mit anderen Sachen. Also, wenn man jetzt weint, weil jemand stirbt, denkt man vielleicht ans Meerschweinchen oder so. Und jetzt, wenn du zum Beispiel irgendwie nicht weißt, wie was ist... Kann man auch ans Meerschweinchen denken, zum Beispiel. Ja, aber wie ist es? Du bist schon 16. Ja, ich bin 16. Du warst auch schon 16, als der Film gedreht wurde. Ja. Ist das noch ein Fall für das Jugendamt oder geht das schon nur mit Genehmigung der Eltern? Ich meine, so einen Film zu drehen. Das geht mit Genehmigung der Eltern. Die müssen damit einverstanden sein. Genau. Ja. Also das heißt, es gibt ja noch andere Szenen, wir wollen nicht zu viel, wir schauen uns mal einen Ausschnitt an, damit man sieht, es ist wirklich sehr, sehr, ich finde, es ist zum einen von der Art her sehr aufgelöst, erinnert an Videoclips, ja? So von der Art, wie es geschehen ist, nein? Es erinnert eigentlich nicht an Videoclip. Doch, naja, schon ein bisschen. Sehr abwechslungsreich. Also es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Und es kommen auch Dialoge vor. Es ist wirklich ein lustiger Film. Ja, ich glaube, das wird ein großer Erfolg werden. Ich will das nicht negativ darstellen. Ich sage nur, es ist von der Machart her, erinnert es von der Art, wie es geschnitten ist und so weiter, teilweise an einen Videoclip. Soll ja auch, denn es soll ja ein junges Publikum rein, was ja vielleicht durch Videoclips geprägt ist. Habe ich das nicht schön formuliert, oder? Wunderbar. Ja, das ist einfach meine Zeit an der Volkshochschule. Ja. Jetzt sehen wir mal einen Ausschnitt, und zwar, also ich sage es nochmal, für alle, die jetzt vom ZDF rübergezappt haben. Es geht um einen Orgasmus. Ja? Und viele wissen nicht, wie geht das, was ist das. Viele können sich erinnern. Und es ist eine Szene, ich weiß nicht, ob man das in dem Ausschnitt sieht, ich will Sie vor, wir schauen uns mal den Ausschnitt an, und wenn nicht, dann können wir da hinterher drüber reden, wie du diesen Orgasmus sozusagen per Zufall, ist das per Zufall? Ja, weil sie zum ersten Mal unverkrampft ist in der Situation. Das ist es. Nicht auf der Suche. Das ist, wenn Frauen unverkrampft rangehen, wenn sie nicht auf der Suche sind. Ja, super, ich glaube, das ist so wichtig. Wenn Frauen nicht auf der Suche sind nach einer festen Bindung, nach einer Partnerschaft oder dass man sich hinterher noch verabschiedet, sondern einfach unverkrampft, dann kann es.